3 gegen 3 gegen 3 mit fließendem Übergang. Ziel dieser Spielform ist, das Spiel bei Ballgewinn zu öffnen und den kompletten Raum optimal zu nutzen, um dem Gegenpressing des Gegners schnellstmöglich zu entgehen. Die ballverlierende Mannschaft lernt dabei, dass es um einiges ökonomischer ist, den Ball schnellstmöglich durch sofortiges Gegenpressing zurückzuerobern. Hat die ballführende Mannschaft den Raum mal geöffnet, so wird es sehr anstrengend, den Ball zurückzuerobern. Bauen Sie für diese Spielform ein quadratisches Spielfeld von ca. 15 Metern Seitenlänge auf. Bilden Sie 3 Teams zu je 3 Spielern. Es spielen immer 2 Teams auf Ballbesitz gegen das dritte Team. Überspielen die beiden Teams über 12 Stationen in ihren eigenen Reihen, so erzielen beide Teams einen Punkt. Erobert das verteidigende Team den Ball, so geht es gegen das Team, das den Ballverlust verursacht hat, und gemeinsam mit dem dritten Team. Am Ende der Spielzeit gewinnt das Team mit den meisten Punkten. Um die Teams zu Beginn zu unterstützen, können Sie bei Ballverlust stets reinrufen: gegen Gelb oder gegen Grün. Im Folgenden sind alle Spieler verpflichtet, direkt zu spielen. Nur bei der Balleroberung darf der Spieler mehr als einen Kontakt machen.